Freunde, wir gehen rein in aller Houston. Ich wollte auch schon die letzten Tage gucken. Wir gucken Arm versus Reich am Ballermann. Streit eskaliert. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Mann, du bist immer ganz kurz ruhig. Nein, du bist mal kurz ruhig. Ich mache. Digga, Marc, wärst du dumm, Bro? Ja, pack dich so ab. Bro, es ist die Challenge. Verstehst du das nicht? Ich bin gerade abgefuckt. Also, die Jungs sind wirklich gebrochen. Halt's Maul, verpiss dich, Digga, wirklich. Hammer. Was denn? Egal. Ich lasse mich von diesen kleinen Pfittern, ja? Hier nicht den Arm von mir hin. Ihr versteht das Format nicht. Ich hab jetzt meinen Spaß und fertig. Ja, und die Antwort ist nein. Hä? Okay, haben die sich wirklich gestritten da? Ich check's gerade noch nicht. Ey, danke, Bruder, ich guck vielleicht wieder rein. Freunde, wir befinden uns jetzt gerade noch auf Ibiza, aber der Hausmeister der Playa hat Heimweh und Mallorca ist nur ein Katzensprung entfernt. Was habe ich mir überlegt? Vielleicht, wir machen heute einen Tagestipp nach Mallorca. Habt ihr Bock? Ja! Wie viel Bock habt ihr auf Mallorca? Geht eigentlich. Endlich mal wieder ein Saufurlaub, oder? Ist ja lange nicht mehr passiert bei den Jungen. Muss mal wieder passieren, Digga. Find's aber no joke so guten Content, die Sidemen-Kopie. Ja, finde ich auch. Also das war, Bro, no joke, das erste Video, was ich von denen gesehen habe, dieses in dem Koch-Dings da. Bro, das war Video of the Year, so würde ich sagen. Das war das lustigste Video, was ich gesehen habe. Es gibt eine wichtige Sache, die habe ich euch tatsächlich verschwiegen. Es gibt dieses Mal ein Team Arm und ein Team Reich. Und was das bedeutet, werdet ihr gleich sehen. Okay, Jungs, wir sind angekommen beim allerersten Hotel. Dieses Hotel ist einer der besten Hotels hier an der Playa. Und jetzt wird es sich gleich herauskristallisieren. Wer darf hier im Luxus schwelgen und wer muss in ein anderes Hotel? Über Arsch aus, oder? Also ich meine, also verstehe mich, ich weiß, es sieht gut aus, aber es sieht nicht aus wie das Beste. Oder also da mussten krasse Shots her, um das Hotel krass wirken zu lassen. Also da wurde krass gearbeitet hier. Und noch eine ganz wichtige Information. Diejenigen, die im Arm-Team sind, dürfen heute keinen einzigen Schluck Alkohol trinken. Also Zehner, wenn Ron im reichen Team ist. Mein Ron, das war's Gott. Für euch. Oh mein Gott. Das ist nicht so geil. Nein, ist nicht so geil. Hey, Revi, google noch mal kurz. Warte, lass doch mal auf die zweite Etage kurz gehen. Check mal den Pool da vorne. Guck mal, da ist direkt der Pool. Wie krank. Was ist das für ein geiles Hotel? Die gute Nachricht vorweg für dich, Amar. Du hast ja tatsächlich das schärfe Chili-Wettessen mit Marc Gebauer gewonnen. Das heißt, du bist offiziell der Wildcard, der hier schon mal in dieses Zimmer oder in dieses... Boah, Alter, Amar, Junge. Die Person, die der Head ist, ist eh immer im Gewinnerteam. Das kann doch nicht sein. Oh, scheiße, meine Folge. Jetzt muss ich in dieses zweistöckige, sehr, sehr geile Hotelzimmer, wo abends noch ein... Digga, wirklich, kann man... man sieht Amar und Nico nie ohne fucking Sonnenbrille, ne? Ist das dumm. Muss ich in dieses zweistöckige, sehr, sehr geile Hotelzimmer, wo abends noch ein Balsamier. Der dümmste Dummkopf von allen bist du, Digga. Gerade wirklich. Stimmt, Revi auch. An deiner Stelle. Ich bin im Gewinnerteam. Wichtig, wichtig. Nein, ey, Bro. Hey, ne, ganz ehrlich, wir losen, Digga. Wir losen, Digga. Wir losen, Digga. Nein. Jetzt wird nicht einbalsamiert. Das passt vorne und hinten nicht. Damit stehen fest, im schlechten Team ist Ron, Sascha und Reben. Achso, Marc ist auch bei den guten, okay, check. Ey, aber ganz kurz, jetzt freue ich mich sehr, mal euer Hotel kurz zu sehen. Ihr müsst tatsächlich. Boah, ich hoffe, die haben so ein richtig, richtig räudiges. Digga, so Freundinnen von Marsha, die waren mal auf Malle, Bro, die hatten da so ein Zimmer, Junge. Da war so am Bett war so Blut und so Haare drin. So richtig räudig, Digga. Eure Wertgegenstände, Kreditkarten, Portemonnaie, alles abgeben. Ja. Das Einzige, was wir euch lassen würden, pro Person, natürlich 10 Euro. 10 Euro? Junge. Ich kann auch noch ein besonderes Highlight ankündigen. Es wird auch einen gemeinschaftlichen Auftritt geben. Was? Im Megapark, aber der wird sich auch leicht unterscheiden. Ich glaube, bei meinem Team ist Feier. Ja, bei den Jungs ist vorbei. Ey, lass uns mal kurz ein Bierchen zischen, bitte. Okay.
jetzt ein frisches, kühles Coroni. Oh. Coroni, mein Tag wird kommen. Coroni, Digga. Sollte einer von euch die Regel brechen, ist er bei der nächsten Folge automatisch wieder im Abendteam. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu eurem Hotel. Wir werden selbstverständlich geschuttelt mit dem Taxi. Ihr werdet selbstverständlich die 4 Kilometer zu Fuß gehen. Während ihr jetzt zum Hotel lauft, lege ich mich nochmal in den Massagesessel. Deutsches Sideman, ja, ja, ist so. Aber ist geil, weil das war das, was gefehlt hat in Deutschland. Hey, hör auf damit! Hey, hallo! What the fuck? Hey Sebastian, du bist wirklich der letzte Knecht. Männer, viel Spaß bei eurem Walk. Immer geradeaus, so 4-5 Kilometer. Digga, wenn ich du wäre, wäre ich lieber in unserem Team, dass du ein bisschen was abnimmst, weil du bist ein bisschen fett geworden. Sascha Cole. Am längsten Strand der verfickten ganzen Welt, in der knallen Sonne, in das letzte Drecksloch. Ja, wir werden jetzt kurz das Hotelzimmer von den Jungs begutachten. My Eggers and Friends, wir sind keine Freunde mehr. Das ist heute. And Friends, wir sind keine Freunde. Während die anderen eine knappe Stunde bei 30 Grad zu ihrem Hotel laufen müssen, gönnen wir uns erstmal ein schönes, eisgekühltes Bier. Wow, bin ich froh, jetzt nicht latschen zu müssen. Es fühlt sich unfassbar gut an, gerade an der Promenade entlang zu laufen und zu wissen, dass Ronison heute nüchtern bleibt. Und du darfst keinen trinken, er kommt mit einem Bier. Er kommt mit dem Bier, Digga. Mein erster Moment. Es geht nicht, es geht nicht. Oh, der war bärend strong. Also der war wirklich strong. Es ist auch immer so kacke, wenn Revi oder Marc was einsprechen. Ich finde, es geht. Bei Marc ist es krass gerade. Revi ist eigentlich ganz gut. Ich finde, wenn man mal Revis einsprechen vergleicht mit, wenn Revi was einspricht für seine eigenen Videos, Bro. Das ist immer so Oberarsch, Bro. Aber da bin ich auch, also das ist bei mir auch so. Wenn ich was einspreche, so voice-overmäßig für meine Videos, ist auch überarsch. Also no joke, das ist nicht easy, Bro. Das ist nicht easy. Qualität und Ehre, wisst ihr, was ich meine? Aber Carsten ist wirklich der Abkommen. Ja, ja, Dave ist krasser Junge. Real Talk, ja. Ich hab einen Namen, ich bin Carsten hinter der Kamera, Junge. Carsten, wenn du so weiter machst, bist du Carsten hinter dem Arbeitsamt. Ja, du sollst mir aus dem Team rausmachen. Ja, ich bin auch der, der generell die Teams gemacht hat. Wer war das? Leon, ne? Ja, ja, der soll. Ja, Leon mit Eggers. Ja, das ist halt Quatsch, ne? Natürlich holt sich Marc Eggers Lazo ins Team. Ja. Hauptsache, die dürfen nicht trinken. Richtig. Ich würde auch deine scheiß Niere verkaufen für Geld. Ist die noch in gutem Zustand? Meine Niere? Ja. Super. So, wo rennen wir hin, Digga? Ich sehe nur den Strand, Digga. Hier ist nichts mehr. Hier spielt keiner mehr Deutsch. Das ist wieder der Ballermann. Wir sind vor wieder in Spanien. Ganz kurz, mein Bett. Entzündet den Tornado. Wo ist Männer? Bruder, da steht ein Stern. Ja. Na ja. Keiner. Besser als keiner. Wollen wir uns jetzt mal schön das Hotelzimmer angucken. Das Ding ist halt, man muss auch sagen, also an sich ist ja ein Stern jetzt nicht überarsch. Aber ein Stern nicht in Deutschland ist auch nochmal was anderes, ne? Also so, wenn man in Deutschland hat, ist so ein Stern so, ist okay, da kann man dann, das ist schon easy so. Aber ein Stern außerhalb von Deutschland ist nochmal eine andere Nummer. Das ist nochmal eine andere, ist nochmal ein anderer Film. Ja, okay, Dicker, oha, geht voll klar, what the fuck. Könnt ihr nicht einfach so in so eine krasse Absteige gehen, deswegen haben wir euch wirklich nochmal. Ja, ja, ja. Und das war die erste Spawn dabei. Hallo! L-A-Z-A! Das ist die Toxicness! Mein allergeilster! Ich werde mir heute extrem mal reinstellen. Oh, kühl und erfrischend, leicht sprudelig, prickelnd, geht es in meinen Magen hinunter und die Laune erfreut sich. Ey Jungs, wir haben so geile Sachen für euch geplant. Das wird so cool für euch, ehrlich. Ihr werdet so eine gute Zeit hier haben auf Mallorca. Egal, dafür haben wir was anderes. Das Band der Freundschaft. Wow. Sascha, Digga. Der packt mich so ab, der packt mich von Tag 1, seitdem wir hier sind, packt der mich ab. Ey Sebastian, ich wollte nur mal ganz kurz sagen, wie gut dieses Bier gerade schmeckt und wie gut ich mich gerade fühle, dass ich wirklich leicht angetrunken hier. Ich hoffe, dass du richtig Atomkater hast mit Durchfall, mit Blut und sowas. Wir lagen 3 Stunden gerade ein. No, Joe, es geht wirklich fit, wo die sind, ne? Aus dem Table nehme ich mir, die lagen hier. Scheiße, ihr müsst jedes Mal 4 Etagen hochlaufen, Digga. Was ist das denn? Alter, ihr habt Jugendherberge, okay. Ist echt so. Junge mit Dachterrasse. Digga, was? Hey, das ist doch hier 10 von 10, Alter. Ey, die Betten, ey, sehen ehrlich gemütlich aus. Ja. Sagst du, wie es ist? Ja. Und wenn eins nicht gut ist, könnt ihr aufs nächste gehen. Ey, wir würden jetzt einmal zu uns an die Bar gehen, weil das Jacuzzi-Wasser ist jetzt voll. Was geht denn? Oh, ich will dich töten. Ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich heute so gespalten ist, ne? Dass die Jungs wirklich so abgefahren. Mehr Platz für Bitches. Yeah, Digga, für die Weiber. Schön Weiber abschleppen. Digga, schön
schön ein paar Girls mitnehmen und dann, yo, da drüben ist ein geiles Einzelbett für dich. Mega geil, da kannst du pennen. Fakt sind, ich hätte das nicht gedacht. Wir haben gerade eine Stunde gepennt, die anderen können mich so am Arsch. So drei erwachsenen Männern im Raum. Ja, moin, Alter, da habe ich ja richtig Bock drauf. Ich habe eben noch diese 3,50 im Restaurant gefunden. Wir hören uns wieder an. Hier, wahrscheinlich wird Nico irgendwie Moe-Tornado machen, Digga. Also die Jungs sind wirklich gebrochen. Also das ist ja schon heftig. Vielleicht war es auch die letzte Folge der allergejutsten einfach, wo wir uns jetzt geschritten haben. Und wenn die jetzt gleich noch erfahren, dass ihr Restaurant geschlossen hat und sie nichts essen dürfen und danach noch von allen ausgebuht werden, dann ist wirklich alles vorbei. Könnt ihr Schauspieler, wenn wir auf die treffen, so wie die vorher Tornado Time und so gemacht haben, das auch sagen? Und dann sagen wir halt mäßig, dass wir schon Bier getrunken haben. True, Digga, wir verarschen die ein bisschen. Wir haben uns noch nicht so heftig aufgeregt, wie die sich aufregen werden in dem Moment. Dann gehen wir irgendwo richtig räudig was essen, kaufen Wasserflaschen, verkaufen die, Gewinn bringt weiter. Und dann werden wir vor dem Megapark nochmal richtig geil essen gehen. Das heißt, wir steigen aus, wir singen schon ein bisschen was. Wir haben geilste Laune, ey, wir haben Bier getrunken. Du siehst sehr durstig aus. Ich mach dir ein ganz geiles Angebot. Möchtest du ein Bier kaufen für 5 Euro? Alles klar, wir fangen an. Mein Lieber, easy! Gefundenen Geld und den Schnapp, den wir hier gemacht haben, 37 Euro. Die Jungs haben sich jetzt ein Taxi genommen und wollen, dass der Produktionsleiter das Ganze zahlt. Warum ist da hinten Stephen Jerick, Alter? Was macht der? Was macht Stephen da? Yeah. Gut, ja. Wegen dem Auftritt. Ah, wegen dem Auftritt. True, der den Song mit Mark. True. Yeah. Gut, ja. How much is it? 15? 15 Euro. Müsst ihr von eurem Budget bezahlen. Schon ausgegeben. Wofür? Das sagen wir nicht. Vorhin noch. Ja, dann ziehen wir es jetzt halt durch fürs Video. Dann gebe ich mir die Knechtung. Jetzt kommen diese Spasten hier an, Digga. Wow. Die haben ihr ganzes Geld ausgegeben. Und jetzt wollen sie von uns, dass wir das verdammte Taxi bezahlen. Als allererstes möchte ich hier und jetzt vor diesem Restaurant Etablissement eine Verkündigung machen. Du bist jetzt mal ganz kurz ruhig. Nein, du bist mal kurz ruhig. Du bist mal kurz ruhig. Also allererstes Mal bin ich nämlich ganz kurz. Weder du zahlst gerade das Taxi, noch zahlen das Taxi wir, sondern die Produktion zahlt das Taxi. Somit müssen wir kein Geld ausgeben, mein Lieber. Ja, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ja, ich kann nicht laufen, was soll ich machen? Das ist nicht mein Problem, es ist halt die Challenge. Wollen wir die alle zusammen was essen gehen? Wir können jetzt gerne was essen. Digga, Basti würde ausflippen. Stellt euch vor, wir würden mit Basti eine Real-Life-Challenge machen, wenn er sich zeigen würde. Und jemand würde dann sowas pullen, dass jemand mit Taxi fährt, obwohl er nur auf irgendwie 30 Euro leben muss. Und die Produktion zahlt das. Digga, Basti würde abbrechen, an dem Punkt nach Hause fliegen. Wollen wir die alle zusammen was essen gehen? Wir können jetzt gerne was essen gehen. Wir haben einen geilen Laden aus Havana, ein sehr gutes Restaurant hier auf Mallorca. Ich habe wirklich alles über Wochen geplant und vorbereitet. Und jetzt kommen die Jungs hier an und erzählen mir einfach, dass sich niemand an die Regeln hält, so macht das Format doch gar keinen Sinn, oder? Ach so, ja gut, wir haben eh schon getrunken, dann passt das. Ja, Digga, das ist super witzig, dann lass uns jetzt das Format abbrechen. Wir wollen Partypalmen und Suff. Mark Eggers trinkt voll nach Bier. Oh Mann, es läuft nicht so, wie es geplant hat. Okay, ey, dann trinkt. Ey, das ist doch in Ordnung. Ich scheiße da doch. Ich meine es ja nur. Entweder wir trinken nicht und wir essen jetzt so, wie wir es machen oder nicht. Du sagst, hey, wir haben schon gegessen, wir trinken. Ja, okay, aber dann scheißen wir drauf. Aber wir durften doch schon vorher was essen gehen, oder nicht? Nein, wir haben doch gesagt, dass wir alle zusammen um 17 Uhr essen gehen. Ach so, wir haben die ganze Zeit gelogen, um dich zu nerven. Ach so. Okay. Wo ist das Essen, Mark Eggers? Wo ist das Essen, Mark Eggers? Naja, aber wie sauer du direkt wirst, weil wir hier einen riesen Aufwand machen, Digga. Und wenn ihr sagt, ihr scheißt auf, ist auch okay, aber dann können wir das jetzt anderweitig machen. Okay, machen wir mal langsam. Ey, ihr habt irgendwie schlechte Laune dafür, dass ihr Eltern aus dem Winterteam seid. So sehen doch keine Gewinner aus. Wir haben hier einen wunderbaren Boah, fucken die ab, ey. Tisch fürs Essen und haben einen perfekten Blick auf euch, während ihr in dem Restaurant da hinten, da dürft ihr gleich eure Speisen zu euch nehmen. Und wir sitzen hier. Oh, da ist jemand richtig normal. Marc ist raus. Ist doch gar nichts über euch. Erzähl doch mal lieber von dir. Ja, was habt ihr denn gemacht? Was war denn so los? Was war denn los? Wo kommt der Bär? Ach, ich glaube, Digga. Zeig mir doch mal die Augen. Wo liegt denn die Tempopackung? Ne? Ey, wie kann man so schlecht beim Format mitmachen? Wir müssen in diesem Restaurant essen. Okay, 1 Euro Naanbrot aus Indien geht immer runter. Sind wir immer noch mit 11 Euro im Saft. Dann gehen wir jetzt hin, kaufen 10 Dosen Bier, ja. Verkaufen die alle für einen Fünfer weiter und gehen dann richtig. Boah, Digga. Und merkt euch eins, wir sind in deren Kopf drin. Ja, Geschäftsmänner. Sascha, ihr habt es in unsere Köpfe geschafft und den Spieß umgedreht. Aus arm wirst es reich, ist gute Laune wirst es schlechte Laune geworden. Wenn wir am Feind jetzt vorbeilaufen, richtig gute Laune, ja? Weil wir sind, wie Sascha schon sagt, in ihrem Gehirn. Wir wollen Party. Die Palmen und Suff. Wodka, Lemon und Bier. Mark, ist es Lachen vielleicht noch im Luxushotel? Ich hab's nicht gefunden. Ich war draußen, ich hab alles abgesucht. Oh ja, die sind sauer.
Die sind sauer. Natürlich kannst du provozieren, die können kommen mit einer geilen Laune und sagen, hey, vielleicht haben wir Alkohol getrunken, aber du kannst ja, wir waren schon essen. Ja, wir gehen da jetzt nicht rüber. Ja, ist egal. Ja, dann bezahlen wir jetzt Bier und essen jetzt hier und so. Das macht ja dann keinen Sinn für Arm versus Reich. Wir wollten ja gerade, dass wir uns aufhören. Ja, lass uns nicht zu sehr davon triggern, wenn jetzt Ron mit einem Bier da wäre, der das trinkt, dann bin ich bei dir. Aber sie haben das Taxi bezahlt von ihrem Geld. Digga, lass dich doch nicht abfacken jetzt. Oh nein, die. Das war, glaube ich, der erste Satz, den Amar gesagt hat in 12 Minuten 20, oder? 12 Minuten hat es gebraucht, damit die Amar reinschneiden, Bruder. Digga. Tür ist zu, dann gehen wir woanders essen. Okay, dann gehen wir vorne zum Supermarkt, Spar, kaufen Dosen. Ich glaube, die beiden schon, die da vorne kommen, haben Durst. Jungs, ganz kurz, habt ihr zufällig Durst auf ein kühles Bier? Habt ihr zufällig 10 Euro in Bar dabei? Ja. Ja. Wunderbar. Yo, der richtige Malle-Arzt, no joke. Supermarkt, ich zeig dir mal gleich. Wie kann man so sehr nach Mallorca aussehen? 10 Euro, Jungs. Stark. Super, das Baguette habe ich gekauft. Für 1 Euro, Bro. Digga, oder ist er mit denen in den Kiosk reingegangen? Bruder, das ist der Oma-Scam. Lass mal sehen, wie günstig. Dann sind wir erstmal gesättigt. Wollen wir alles all in gehen, in Bier investieren? Zur Not, wir haben gegessen. Wir können nach Hause laufen. Marc, du bist viel zu doll in deiner Rage gerade. Nimm dich da raus und lass sie doch einfach gleich brechen. Die haben dich gebrochen. Mir geht es wegen dem Format schlecht, nicht privat als Marc Eggers, Digga. Ich steck da so viel Arbeit rein. Ich fahre hier hin, ich gucke mir diese Restaurants an, diese Organisation von dem ganzen Kack, Digga. Deine Reaktion ist genau das, was sie gerade wollen. Wir haben die vorhin so genervt. Aber lass uns bitte jetzt nicht brechen, Digga. Schön mit ihrem Espresso Martini, aber trotzdem abgefuckt. Lass uns jetzt bitte Essen bestellen und einfach ein bisschen was trinken und Spaß haben. Weil ich lasse mir von diesen kleinen Bustern, ja, hier nicht den Arm vermiesen. Die wollten das, dass es so jetzt ist, dass wir jetzt hier sitzen und uns aufregen. Glaub mir, die wollten das genau so. Das Bier kostet wegen der Inflation leider 5 Euro. Seid ihr willentlich, das zu kaufen? Ja, natürlich. Ja. Wunderbar. Ihr helft damit euren Brüdern in einer schwierigen Situation. Überlegt euch jetzt Folgendes. Würdet ihr gerade lieber da sitzen, essen mit einem Espresso Martini? Oder mit ihr seid den Leuten schon hier in der Playa gute Zeit haben. Ja, bleib leider. Wo ist das echte Leben? Wo ist das echte Leben? Und rein damit! Was geht jetzt ab? Digga, more money, more problems. Wir sind plus, obwohl wir Taxi gefahren sind und gegessen haben. Zwanni! Ey, wir haben einen Zwanni. Ich hab einen Zwanni. Let's go. Ein Zehner für zwei Bier? Digga, die machen eine Ultrapatte. Ja. Wunderbar, Jungs. Weg damit. Oh mein Gott, ihr versteht nicht. Die allergeilsten Seite, die allerbesten. Ich kann sich glauben, wir haben uns brechen lassen von Team Arm, Alter. Die Stimmung ist gerade richtig kacke hier. Wissen Sie, wir kaufen das bei Ihnen für sehr viel weniger eine Verkaufszeit vor Ihrer Tür. Fünfmal so teuer weiter. Thank you. Fünfmal bitte pro Person. Da klingelt die Kasse. Ey, ich hab das auch schon beim letzten gesagt, was wir gesehen haben. Ich finde, Revi ist so witzig, aber das kommt irgendwie in seinen eigenen Videos immer nur so, nicht so ganz durch irgendwie. Ich weiß nicht warum. Digga, er poppt, also ich finde, er scheint richtig krass in diesem Format. Es ist wirklich, es ist gemacht für ihn einfach, finde ich. Bro, Revi ist so witzig in diesem Format, Bro. Ist so geil. Und auch Sascha. 1, Nummer 2. Ich bin gerade abgefuckt. Mein Lieber, Dankeschön. Wunderbar. Dankeschön. Geil. Aber Revi ist Nojo Favorite hier. Nojo. Jemand ein Bier für 10 Euro abkaufen. Wir sind ausverkauft. Digga, Resell. Die Jungs haben dem Resell den Resell verkauft, uns hier so runterzukriegen. 187,70 Euro. Holy shit. Wurden wir losgeschickt von den Jungs und wir haben die beste Laune. Wir sind direkt hier neben Megapark Playa vor uns. Wir sind die größten Idioten, dass wir uns davon anstecken lassen, Digga. Feig Sascha, unsympathisch TV, Digga. Und jetzt haben wir Folgendes uns überlegt. Wir haben uns gerade 3 Bier bestellt und würden die gerne für 20 Euro vor euch trinken. Als Show. Können wir machen? Wir retten uns den Arsch. Dankeschön. Ja, mein Team ganz vergessen. Das ist so ein Scam, oder? Tornado. Ah, okay. Ach, es ist alles egal. Alles egal. Hier ist nichts mehr. Die Jungs, das haben wir uns verdient. Ey, cheers auf die Reichen. Hammer. Was denn? Was denn? Egal. Haben wir uns so gegönnt, ne? Okay, machen wir 110, oder? Und verbleiben uns immer noch weitere 100 Euro. Bro. Wir sind ins Hotelzimmer angekommen. Wir haben so gute 15 Minuten Zeit und direkt wieder losfahren mit dem Taxi Richtung Megapark. Da ist der Auftritt gleich. Die Jungs hoffentlich werden damit richtig abgefuckt sein. Aber wir müssen jetzt uns alle einmal zurückholen, weil das ist krank. Alright, noch 30 Minuten bist du aufgefordert. Ich bin ja wirklich gerade zwischen beiden Teams. Und Gabel schon, ne? Unterhaltsam, weil Marc und alle, die haben sich noch 40, 50, eine Stunde lang haben die sich noch unterhalten, diskutiert. Wahnsinn. Unsere einzige Waffe. Das ist die Waffe hier oben. Ja, wir haben nichts falsch gemacht. Wir haben uns an alle Regeln gehalten. Jetzt machen wir erstmal bei den richtig mies gelauten. Denk dran, ne? Wir sind scheiße gelaut. Lass absagen. Lass absagen. Warum? Ja, was soll los sein? Digga, die zwei teilen sich eine Bratwurst, wir teilen uns zu dritt eine Pommes. Warte mal, irgendwo drauf, Digga. Chill doch mal. War doch richtig gut drauf. Halt's Maul, bitte, Amar, Bro. Wir sind hier wieder durch die fucking Sonne gelaufen, haben nicht mal Geld für Sonnencreme, gar nichts, Digga. Hey, wir gehen heim.
Ihr könnt es ohne uns machen. Wie lange geht die so? So am Trollen. Das ist ein gutes Team eigentlich, ne? Revi macht so das Business und checkt so, wie die so Money bekommen. Sascha ist dafür verantwortlich, in deren Köpfen zu sein. Und Ron ist einfach dabei. I don't know. Ron ist einfach dabei, Digga. Ich glaube, Ron ist halt so auf Ballermann der größte Star von den dreien hier. Dadurch kamen halt super viele Leute zu denen. Und die konnten halt easy das Bier sellen. Ich kann auch nicht sehen, wie ihr noch ein Bierchen rausbringt. Oh, ihr habt uns Glückwunsch. Super. Verpiss dich, Digga, wirklich. Ja, wenn du mal siehst, was ihr angerichtet habt, Digga, bei uns. Oh, haben wir euren Tag kaputt gemacht? Haben wir euren schönen Tag kaputt gemacht? Oh, er will sich ein Bierchen bestellen. Er will sich ein Bierchen bestellen. Du darfst nicht trinken. Ich darf nicht trinken. Ein Bier. Challenge. Guck dir mal seine scheiß Arme an, Digga, wie der Sonnenbrand hier hat, du. Ich sehe gleich aus wie heute Morgen. Nicht mal Geld für Sonnenencreme. Verstehst du das? Wir haben uns überlegt, war ein scheiß Tag. Wir haben euch eine Kleinigkeit vorbereitet für jeden von euch. Ich bleib heute nüchtern. Hey, ich hab eine Frage. Ein Bier für die gesamte Runde gleich für den Auftritt? Eins. Digga. So ist es die Challenge. Verstehst du es nicht? Hey, verstehst du es nicht? Digga, es soll ja auch ein geiles Video werden. Bro, das Video wird geil, dadurch, dass ihr nichts trinkt. Verstehst du es nicht? Ihr versteht das Format nicht. Ihr versteht das Format nicht. Versteht ihr? Wir fragen nach einem kleinen. Ja, und die Antwort ist nein. Die Antwort nein. Ist am Boden. Auf einmal sind beide Teams echt schlecht drauf. Es ist Streit ausgebrochen. Und jetzt sollen wir vor 5000 Leuten mega. Bro, ne, das wäre die Hölle für mich. Ich hätte so gar keinen Bock auf so Megapark-Bühne, da irgendwas zu performen. Digga, das ist so worst case. Oh mein Gott. Megapark performt. Ist das scheiße? Ist das nüchtern scheiße, Digga? Wir haben euch noch nicht eure Aufgabe gesagt. Okay. Also die drei Jungs werden mit uns auf der Bühne Tawny trinken. Okay. Und ihr werdet den Jungs mal zeigen, wie schnell die an Wasser trinken können. Lass mich raten, ihr trinkt das Bier zuerst und alle feiern und dann wird das Wasser getrunken und alle so, ja! Yeah! A la Gayou! Digga, was geht ab? Halbe Jamie Performance Cardboard einfach. Und ich möchte, dass ihr mal Lärm macht. Für Insko, Nico und Amar. Nico, Digga. Tornado, Tornado. Junge, diese Wichser, ich die hasse, alle drei. Let's go, Digga! Nico. Loser, die trinken Alkohol. Full, trink mal Bier. Digga, aber schnell. Full. Bro, ich glaube, die brauchen noch ein paar Jahrzehnte, um dein Genuschel zu übersetzen. Ups, gefaked! Sorry. Mega. Boah, holy shit! Holy ich shit. Mag, dass wir vom kompletten Megapark ausgebucht worden sind. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Aber ihr habt ja gedacht, wir haben uns den ganzen Tag hier wirklich richtig abgefuckt, lagen am Strand, wurden mit Sand beworfen und sowas. Ich möchte kurz auf den Zahltag ansprechen, denn wir haben mit ein bisschen Bier und ein bisschen Köpfchen und einer Menge Verkaufstalent 210 Euro verdient, waren eben noch richtig schön beim Edelitaliener für 110 Euro pro Person essen und es war einfach eine wunderschöne Zeit. Ihr habt euch hier das Geld verdient. Unterm Strich seid ihr ekelhafte Bastarde. Guckt euch an, wie er da sitzt. Ja. Ich hab
Marc hat das noch nie so mad gesehen. Wirklich. Und ich habe ihm gesagt, es ist genau das, was sie erreichen wollen. Und genau das. Guckt euch Sascha da hinten an, den Wichser. Genau das haben diese Idioten erreicht. Egal, scheiß drauf. Wir sind die Allergeilsten. Ja, da sind aber schon viele Leute, ne? Schon groß da. Nein, da oben ist nichts, glaube ich. 5000 Leute. Ey, ich weiß nicht, wie lang diese Sidemen-Dinger immer sind. Aber für meinen Geschmack hätte das noch so ein Tag mehr sein können, wo die aufnehmen. Also so den nächsten Tag oder sowas. Checkt ihr? Ansonsten finde ich es. Also, nee, ich meine nicht das Endvideo. Das Endprodukt ist ja bei denen immer irgendwie eine Stunde oder so. Ja, das check ich. Aber ich meine, für mich hätte da jetzt noch. Also, es hätte jetzt noch so. Ich hätte jetzt noch so 10 extra Minuten gerade gefühlt irgendwie. Ich finde, da haben jetzt so. Es war geil, aber hat mich jetzt noch nicht so satisfied von der Menge her. Ich hätte da jetzt noch mal gerne 10 Minuten mehr gesehen, weil es hat sich noch nicht so angefühlt, als wäre es jetzt so die krasse Challenge gewesen.